Guten Abend, hier ist nochmal der Betreiber des YouTube-Kanals Klartext. Mann, mit so einer Resonanz hätte ich ja nun nicht gerechnet bei meinem kleinen Dankesvideo zu Herrn Volker Bellendorf und meiner guten Erfahrung im Hangout da vorhin. Toll, jetzt sind die Troller auch bei meinem kleinen, eigentlich bedeutungslosen Kanal mit 50 Abonnenten angekommen. Aber ich habe ja Humor. Und ich bin ja auch tierlieb. Ich lese Ihnen jetzt inklusive Nennung der Pseudonyme, der sich diese subversiven Untermenschen bedienen, die Kommentare vor, die natürlich, wie sollte es anders sein, bei solchen Spacken immer unter der Gürtellinie abzielen. Daran erkennt man schon, aus welchem Stall sie alle stammen. Kinder von Bruder und Schwester, um mal den Ball so zurückzuspielen. Ich denke mal, die meisten, ja, mental zumindest, haut das schon hin, bei den meisten von Ihnen. So, nun lese ich vor. Da schreibt einer und denkt, er kann mich damit für blöd verkaufen, mit einem Bild eines älteren Mannes, Siegfried Heil. Sehr geehrter Herr Klartext, man kann auf Ihrem Kanal leider keine Kommunikation mit Gleichgesinnten führen. Laut Kommentare leiste, sind 11 verfügbar, doch keiner öffentlich einsehbar. Ich bitte Sie, dies baldmöglichst zu ändern. Sollte es sich bei diesen Kommentaren um sogenannte Trolle handeln, sollten Sie diese trotzdem öffentlich zur Verfügung stellen, da sich dies sonst dauerhaft auf Ihr Like-Dislike-Verhältnis auswirkt. Ich bitte Sie hierfür freundlichst um Ihr Verständnis. Des Weiteren kann ich Ihnen ebenfalls nicht empfehlen, die Bewertung oder die Kommentarfunktion generell zu deaktivieren, da dies mit regelmäßigen Strikes und Anzeigen wegen § 130 StGB gegen den Kanalbetreiber geahndet wird. Ich freue mich auf eine zeitnahe Antwort Ihrerseits. Wie grenzdebil, Herr Siegfried Heil, halten Sie mich denn? Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Weiter. So, dann nennt sich hier einer Schwulgeier Rüdi und der schrieb vor 27 Minuten: Siegfried Heil, dein Kanal ist bald Geschichte, du knochiger AIDS-Nazi. Ach so, auf den war das bezogen. Dann schreibt hier ein Fixspender: Kröte du. Und dann ein Bossmonster, also wahrscheinlich einer von der Yo-Yo-Yo-Yo-Man-Fraktion, wurdest du als Kind missbraucht. Dann eine Person, die sich hier Fixknolle nennt vor einer Stunde, erbärmlich. Dann ein Fixbub, so Kanal wurde gemeldet, viel Spaß bei der Schließung, du Ekel. Ja, wer hier wohl ein Ekel ist, das steht wohl nicht zur Debatte. Dann eine Geiernase, ekelhaft bist du, dein Kanal gehört verboten. Dann ein Markus Steim, was bist du denn für ein erbärmlicher, pipitrinkender Aasesser oder AA-Esser vielmehr? Wir sorgen dafür, dass dein Schrottkanal gespürt wird, du Pupriecher. Ja, Markus Steim, ja. Du könntest diesen Satz noch nicht mal zu Ende sprechen, wenn du mir gegenüberstehen würdest. Da würdest du schon an einer Lache aus deinem eigenen Blut liegen. So viel dazu. Prinz Fixbub von Anhalt. So, Anzeige geht am Montag raus. Du rufst zur Selbstjustiz auf, du Kloakentaucher. Nein, ich rufe zur Wehrhaftigkeit auf. Ja, und dass wir uns verteidigen müssen gegenüber Leuten, die hier nie ankommen wollten und sich auch nie hier wirklich im gesunden Maße assimilieren lassen wollten. Die denken, die sind was Besseres, ne? Weil sie Türken sind, Araber oder sonst was. So, und der schwule Karlgeier schreibt, hi, hab gehört, dass du AIDS-krank bist. Kannst du deinen AIDS auch mit mir teilen? Nein. Aber seh mal zu, dass du dein geistiges AIDS, das du innehast, lieber nicht mit anderen teilst.
Denn sonst sieht es schlecht aus für die Menschheit. So, was kommt da noch? Ah ja, der Lustknabe. Auch noch rassistisch geprägt mit einem Bild eines Farbigen irgendwie was. Dein Kanal werden wir fixen, du koboldhaftiger, geierniesiger Klabautermann. Ich habe keine Geiernase. Und dann schreibt ein Kloakenkali. Na, du Kloakensohn, willst du Lölles von Asylant? Und der Hatebox, der mir auch schon in Aussicht stellte, dass das irgendwie rechtliche Konsequenzen für mich hätte. Jetzt hast du Trolle auf deinem Kanal. Viel Spaß. Nein. Da mache ich mir doch gar keine Mühe mit. Denn das zeigt mir, wo ihr steht und dass ihr allesamt aus keinen guten Familien stammen könnt, sondern nur unterste Schublade. Zerrüttete Elternhäuser, ne? Vielleicht im Heim groß geworden, auf die schiefe Bahn geraten, ne? Mit Ach und Krach vielleicht so gerade mal das Abi geschafft. Diverse Leichen im Keller, auch moralisch-ethischer Natur, damit kann ich alles nicht dienen, aber wohl jeder einzelne von euch. Wenn ihr das Internet hier als Forum missbraucht, andere zu diffamieren, anzugreifen oder bedrohen zu wollen. Erbärmlich. Erbärmlich. Man ist fast versucht zu sagen, dieses Land hat dann auch nichts anderes verdient, als mit Pauken und Trompeten unterzugehen. Bei so einer Bevölkerungsstruktur und solchen Naturen wie euch. Doch ich weiß, auch bei meinem alltäglichen realen Leben hier in Berlin, es geht auch anders. Ja, es geht auch anders. Und dass Leute wie ihr Trolle, ja, nicht die Majorität in diesem Land bildet. Ihr schwimmt momentan mit einer Welle. Aber wie das so ist mit Wellen, irgendwann mal sind sie nicht mehr in Mode. Also, ich hoffe doch für jeden von euch, dass euch jetzt mental da einer abgeht oder abgegangen ist, ne? Dass ihr euch hier auf meinem kleinen, relativ bedeutungslosen Kanal habt so austoben können, trollmäßig mit euren Kommentaren. Nein, da müsst ihr schon früher aufwachen, um den Enkelsohn eines Lehrers, der sich auch menschlich verdient gemacht hat, mein Großvater, der Lehrer früher mal auf Sonderschulen gewesen ist und auch in der Wehrmacht gedient hat und alles sowas, da müsst ihr schon früher aufstehen, um einen wie mich aufs Glatteis führen zu können oder einschüchtern zu können. Wenn ich das meiner 82-jährigen Mutter erzähle, die lacht sich schlapp über jeden von euch. Ich hoffe, dass all euch da draußen, die meinten, mich jetzt so großzügig mit euren gehässigen Kommentaren bedenken zu müssen. Etwas Schlimmes passiert zum Jahreswechsel, dass ihr zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort seid. Jeder einzelne von euch, von Herzen. Und allen anderen, die es wohl mit mir meinen, die es gut mit mir meinen, die meinem Kanal auch eine gewisse Qualität zusprechen und das hier nicht schlecht reden wollen, wünsche ich einen guten und sicheren Rutsch ins neue Jahr 2017 und lassen Sie uns alle gemeinsam hoffen, dass es 2017 überschaubarer wird, besser wird und dass vor allem 2017 nichts passiert in Sachen Terror oder ähnlichem. Ich hoffe es. Denn 70 Jahre Frieden, auch wenn es vielleicht nur ein Burgfrieden ist, darf man nicht einfach so wegschmeißen.